Hallo, ihr Leichtmatrosen, herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Ich habe jetzt seit einer Woche nicht gespielt und ich würde mal sagen, wir starten mal mit der Königsberg. Ich habe da jetzt nicht unbedingt so ein gutes Gefühl, weil ich bin auch vielleicht seit ein, zwei Stunden wieder da, dieses Wochenende. Gut, was gibt's hier? Irgendwas Neues? Und auch Unternehmen der Woche, Clangefechte. Okay. Gut, das ist aber erstmal alles uninteressant. Ich schnappe mir jetzt erstmal die Königsberg und hoffe das Beste. Auch wenn das natürlich ein bisschen blöd ist, wenn ich so wenig Zeit habe zum Spielen. Ja. Bin ich mal wirklich gespannt, wie das laufen wird. Da lässt man natürlich nach. Von daher bitte ich jetzt schon mal ein bisschen zu verzeihen, wenn das vielleicht ein bisschen blöd laufen sollte. Aber da machst du nichts. Könnte höchstens World of Warships Blitz spielen in der Klinik, aber das war's dann auch. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt so der Fan von Spielen auf Handys oder Tablets beziehungsweise Smartphones. Das ist mir alles zu touchig. Was haben wir denn hier? Belfast, ein paar Siebener. Das ist jetzt natürlich für mich jetzt eher nicht so toll. Keine Flugzeugträger. Jeweils nur ein Zerstörer. Jede Menge Kreuzer. Und auch jede Menge Schlachtschiffe. Gut. Lasse ich mich mal überraschen. Ich glaube, ich gehe das mal ein bisschen langsamer an. Und hänge mich so ein bisschen an mein Team dran. Wir könnten es auch links probieren, da lang zu fahren. Einfach aus dem Grund, es gibt nur jeweils einen Zerstörer. Das wäre durchaus eine Option. Ich möchte jetzt nicht unbedingt da rechts lang. Das ist eher so ein Weg für Schlachtschiffe. Und wenn ich da jetzt direkt nach oben fahre, wenn da gleich einer um die Ecke kommt, dann gute Nacht. Deswegen, ich fahre erstmal nach links. Mal schauen. Bisschen gen Westen. Und erstmal das Team ein bisschen, also etwas vorfahren lassen. Gut, dann können wir nämlich mal schauen, wie sich das so entwickelt, wo ein paar Gegner sind. Scouten wird ein bisschen schwierig, wegen dem einen Zerstörer. Aber ja, ich hoffe, die fahren jetzt nicht. Der Kreuzer fährt jetzt nicht da oben alleine lang. Da könnte er sich, glaube ich, auch gleich selbst versenken. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Da hätten wir schon eine Gneisenau, die in der Base steht. Oder vielleicht auch gerade erst losfährt, kann auch sein. Pafero. Gut, der will rechts verteidigen. Da oben kommt eine York. Milbertin hätten wir hier. Ja, nein, vielleicht. Vielleicht probieren wir es mal so. Ja, das könnte sogar so ein bisschen. Oh Gott, das war zu weit. Machen wir es jetzt nochmal so und hoffen das Beste. Yay. Auch nicht wirklich oft getroffen, aber immerhin getroffen. Bombs. Einmal ein bisschen flambieren, bitte. Sache, ich ramme jetzt nicht die Belfast und die Belfast rammt mich nicht. Gut. Einer ist schon mal weg. Minimalen Vorteil haben wir dann hier jetzt mal hier. Da hinten ist eine Königsberg, da ist eine Hood, da ist eine Leander. Ja, oh, da kommt eine Menge über rechts. Sieht auf jeden Fall so aus. Da war eine Atlanta. 9 Sekunden, die hat so halbe Fahrt. Dann kann ich jetzt hier überhaupt schießen, wenn der da so vor mir ist. Ich probiere das einfach mal. Ja, oh, schießt ja relativ hoch. Von daher probieren wir das einfach. Gut, aber nee, ja, ist jetzt schon zu weit weg. Da hätten wir eine Königsberg. Komme ich leider nicht ran.
Wir versuchen da schon ein bisschen so an den Inseln rumzueiern. Okay, könnte ich denn gleich die Hut treffen? Ich glaube, die ist jetzt noch so einen Kilometer zu weit entfernt, aber kommt näher. Kommt näher. Gut. Soll sie mal näher kommen? 10, dann machen wir das mal so. Pi mal Daumen. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Müsste jetzt nur noch einfach mal brennen. Bisschen weniger Fahrt. Dann können wir auch gut in der Nähe bleiben. Hauptsache, die kommt uns nicht zu nahe. Das wäre natürlich nicht so toll, aber. So, das müsste auch ganz okay sein. Oh, ein bisschen weit hinten. Ja, okay, ich gebe es zu. Dann machen wir das mal so. Ja, das sieht schon besser aus. Proms. Einmal bitte anzünden. Ja, die kommt doch langsam etwas zu nahe. Ja, und da schießt sie auf uns. Ich drehe. Wow. Jetzt fang doch einfach an zu brennen. Mehr will ich doch gar nicht. Wird jetzt beschleunigt, oder? Ist auf einmal so schnell geworden. Aber das geht noch rein, das geht noch rein. Ja, ansatzweise. So viel kam da jetzt nicht bei rum. Die Leander ist da hinten. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier wieder ein bisschen. Ich glaube, ich mache mal Stopp hier an der Stelle kurz. Die Hut ist weg. Versenkt durch Torpedos, so wie das aussah. Oh, läuft doch ganz gut. Wir haben schon drei von denen versenkt. Die haben einen Kreuzer bei uns versenkt. Wir haben Schlachtschiff und zwei Kreuzer rausgenommen. Wirklich viel Schaden habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ja, ne? Hauptsache, das Team gewinnt. Dunkirk hat da, glaube ich. Boah, das war knapp. Das sah zumindest knapp aus. Wo treiben die sich denn alle rum? Die sind doch bestimmt da alle auf der rechten Seite. Queen Elizabeth. Ja. Dann sollte sich der Zerstörer da mal ein bisschen bewegen. Da ist eine York. Na, die wollen jetzt, glaube ich, alle verteidigen, so wie das ausschaut. Gut. Dann du stehst. Ah, jetzt fährt er ein bisschen. Bombs. Ja, 561 ist es nicht allzu viel. Da in die andere Richtung gedreht. Oh Gott, das ist jetzt natürlich ganz schön. Ja, nee, der fährt da raus. Würde ich gar nicht mehr treffen. Da ist eine Mahan hinter der Insel. Queen Elizabeth. Atlanta. Ja. Verschwunden. Ich versuche mir hier mal ein bisschen so die Mitte aufzudecken. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Algerie, da hinten haben wir Iron Duke, York, Schorsch. Keine Ahnung, wie spricht man den Namen aus? Will ich das wissen? Will ich das überhaupt wissen? Ich weiß es nicht. New Mexico, ja, ne, also man könnte es ja mal probieren. Die hat auch nur so halbe Fahrt drauf. Wieso bin ich jetzt schon entdeckt? Das ist eher nicht so toll. Ja, jetzt ziehen sie schon auf mich. Das heißt, ich werde dann doch mal abdrehen. Dann so. Oh, ich habe Feuer gelegt. Feuer! Das ist ja der Wahnsinn. Gut, dann probieren wir es jetzt nochmal.
Auf gut Glück. Auf gut Glück. Was haben wir denn da? King George, der Fünfte. Ja, 561. Das ist natürlich alles nichts. Du brennst. Du drehst ab. Hauptsache, die können da jetzt nicht da unten durchbrechen. Das wäre äußerst blöd. Iron Duke. Ja, steht fast. Ich würde mal sagen, boah, machen wir das mal so. Gut. Drehen wir mal kurz in die Richtung, weil hätte ich jetzt in die andere gedreht, dann aua. Aua. Hätte ich voll die Breitseite abbekommen. Das will natürlich keiner. Oh, mein Dingens ist kaputt. Das ist natürlich sehr toll. Oh, jetzt. Das ist natürlich nicht gut. Das ist mal sowas von gar nicht gut. Ich hab jetzt ein. Oh Gott. Und mein Motor ist kaputt. Ah, nein. Ich lebe noch. Ich schieße jetzt noch einfach mal. Ja, das war. Die haben mich aber auch voll erwischt. Aber brennt nichts. Doch, da brennt was. Wie ihr oben rechts sehen könnt. Gut, ich hoffe mal, das kriegen sie jetzt noch alleine hin. Das war ein bisschen, ich war ein bisschen zu nah. War ein bisschen leichtsinnig, einfach auch aus dem Grund, weil wir eigentlich ja, nur einen Zerstörer hatten. Deswegen, irgendwer musste da mal was aufdecken. Also habe ich mich da ein bisschen geopfert. Was jetzt nicht so toll lief. 18.200 brauchen wir. Ja komm, einmal hier Clemson. Und für den Rest, glaube ich, freie Erfahrung dafür nehmen, ich weiß nicht. Man sollte sie nicht nehmen, aber man hat natürlich, es geht dann natürlich alles ein bisschen schneller, wenn man sie benutzt, um ein neues Schiff freizuschalten. Die freie Erfahrung sollte man eher für Module benutzen, aber ich wisch mich da immer noch das ein oder andere Mal, dass ich die wirklich benutze, um halt, ja, ein Schiff abzuschließen. Am besten die freie Erfahrung wird gar nicht da oben angezeigt werden. Die ist irgendwo unsichtbar versteckt. Da muss man erst irgendwo draufklicken, damit man die sieht. Dann würde ich da auch nicht so oft dran denken, die zu benutzen, glaube ich. Zwei Flugzeugträger. Ihr wollt mich doch hier verhonepiepeln. Also jetzt mal ernsthaft. Das ist doch. Aber nur drei Kreuzer. Was soll ich denn davon jetzt halten? Trotzdem, die zwei Flugzeugträger Langley und Hosho. Nee. Klar, sobald ich hier Zerstörer spiele, kriege ich im gegnerischen Team Flugzeugträger. Natürlich. Selbstverständlich. Das wird eine lange Runde. Das habe ich schon so im Gefühl. Ich bin der Optimist in Menschengestalt. Ich halte hier gerade zwei Daumen hoch und lächel. Gott sei Dank könnt ihr das nicht sehen. Gefechtsstation. Was machen wir? Wir wollen da unten hin. Ja, gut. Ich fahre jetzt da runter. Ja, wirklich. Ich fahre nicht nach A, ich fahre nach C durch. Und dann können wir uns da hochkämpfen. Ich glaube, das ist wirklich die bessere Idee, als wenn ich es da jetzt bei A probiere. Nur so wie das ausschaut, wollen die da oben nach A fahren. Das ist natürlich. Ja, Gut, wenn die da oben schon so lang fahren. Ach komm, ja, dann fahre ich jetzt nach A und werde dort sterben. Ist ja egal, ob ich bei C oder bei A sterbe. Kommt ja beides dann auf dasselbe hinaus. Aber Hauptsache, ich habe meinen Spaß dabei. Ich habe vielleicht auch ein bisschen Spaß. Wer weiß. Man weiß es nicht. Ich will auch gar nicht darüber nachdenken. Ach ja.
bin schon Vogel. Eine Seemöwe. Zumindest in dem Spiel. Gut, kriege aber ein bisschen Unterstützung. Da scheint schon, ja, da ist Zerstörer aufgeklärt. Aufgeklärt, der klärt mich gleich auch auf, oder? Hat der Nebel gezündet? Sieht fast so aus. Da ist eine ISO. Oh, die hält eigentlich nicht viel aus. Jetzt müsste ich nur noch treffen, also... Bombs! Ich habe ja voll viel Schaden gemacht. Das ist ja der Wahnsinn. Bombs! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Das kannst du knicken. Das kann... Oh Gott. Nein. Kann ich mich gar nicht hier auf Schießen konzentrieren. Hauptsache, ich kann hier diesen Zerstörer da ein bisschen behaken. Jetzt mach den da doch weg. Na, los! Oh ja, jetzt hat er wieder ein bisschen Tempo drauf bekommen. Hallo, ich treffe ihn nicht. Jetzt aber! Jawohl! Erstes Blut. Hat auch überhaupt nicht lange gedauert. Das hat überhaupt nicht lange gedauert. Nein. Ich habe mich schon tot gesehen, aber ich lebe. Ist das nicht toll? Wisst ihr was? Ich fahre da jetzt einfach rein. Wenn mich die Svetlana da nicht entdeckt. Und zünde meinen Nebel und hoffe dann das Beste. Moment, wie war das nochmal mit den Torpedo? 5,5 Kilometer ist doch mal gar nichts. Ja, ja, du drehst jetzt und willst auf mich schießen, ne? Gut. Aua, 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 aua. Warum habe ich das Gefühl, ich bin hier alleine? Ich kann hier so ein bisschen die Svetlana aufdecken. Und ich habe noch ein Geschütz beschädigt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja. Ja, dreht ein bisschen weg. Jawohl! Gut, da ist eine New York. Man sollte ab und zu auch mal nach vorne schauen. Sonst könnte ich ja in irgendwen reinfahren. Was jetzt nicht so toll wäre. Aber gut. Ich werde jetzt... Ich könnte jetzt zu den Schlachtschiffen da hinten hinfahren. Oder ich versuche einfach... Aber wir haben hier auch noch zwei. Ich versuche einfach den Punkt einzunehmen. Weil langfristig lohnt sich das, glaube ich, mehr. Da ist eine New York. Die kriegt jetzt ein Torpedo-Hit, zwei Torpedo-Hits. Haben jetzt aber nicht so viel abgezogen, aber ist anscheinend geflutet, hat Wassereinbruch. Wo will die Orion hin? Was mache ich? Nehme ich den Punkt ein oder... Setzt sich der Orion dazu. Könnt ja beides probieren. Moment, wie war das nochmal? 7 Kilometer. Erkennbarkeitsreichweite.
Ja, nein, was mache ich? Was mache ich? Punkt einnehmen. Ich glaube, ich nehme Punkt ein, aber ich versuche trotzdem der Orion da noch einen mitzugeben. Das ist jetzt ein bisschen riskant. Ich hätte jetzt auch einfach den Nebel zünden können. Die schießt jetzt auf mich. Das heißt, ich zünde jetzt den Nebel. Da ist die Längley. Das ist natürlich sehr. Wow. Schwerer Schaden. Ja, genau. Mach doch endlich mal hier diesen blöden Nebel an. Ha, ich kann auch schießen. Nur ich mache keinen Schaden. Was mir eigentlich schon egal wäre. Ein Feuer wäre ganz nett. Na? Na? Ein Spiel mit dem Feuer. Meine Torpedowerfer sind beschädigt. Ah, ich glaube, der versucht das ein bisschen abzuschätzen, wo ich hier stehe. Ja, endlich in Brand gesteckt. Endlich! Da mache ich zumindest so noch ein bisschen Schaden. Jetzt hat er gelöscht. Jetzt muss er auch löschen an der Stelle. Daneben. Punkt eingenommen. Dann wieder volle Fahrt voraus. Und hinter dem Flugzeugträger her. Gut. Jawohl, in Brand gesteckt. Das war's jetzt. Dann auf zur Langley, würde ich sagen. Sieht auch schon ganz gut kassiert. Ja, 14.600 Schaden. Ich habe einen Punkt eingenommen, das ist wichtiger. Ach, jetzt fangen die da an, fängt er an rumzuweinen. Ja, wofür ist denn Smoke bitte da? Ich hoffe mal. Ja, die kommen jetzt zu mir, aber ich drehe hart ab. Ich drehe hart ab. Alles klar, Leute, ne? Das war's jetzt für den Flugzeugträger. Clemson ist ganz schön wendig, muss ich mal so sagen. Gut, dann können wir jetzt B einnehmen. Wäre mal mein Vorschlag. Das wäre doch mal eine Idee, oder nicht? Wir haben noch einen Flugzeugträger mehr. Wir haben noch zwei Schlachtschiffe, ein Kreuzer. Die haben zwei Kreuzer dafür. Und jeweils ein Zerstörer noch auf jeder Seite. Also, es wird jetzt sehr wahrscheinlich um B gehen. Ich hoffe, die Hosho bekommt da keine Probleme. Noch 28 Sekunden, dann kann ich wieder den Nebel nutzen. Priorität hat an der Stelle jetzt erstmal, dass wir B einnehmen. Können natürlich jetzt für die Königsberg nebeln. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich hau jetzt einfach mal hier Motorboost rein. Und zwar nur 8%. Aber naja, besser als nix. Wyoming. Jo, Hosho. Weiß nicht, ob die Hosho da unten schon gesehen haben, aber sieht fast danach aus, weil die Omaha dahin fährt. Oh ja.
Die Hosho kriegt schon auf die Nase. Das ist jetzt nicht so toll. Gut, da ist die Omaha. Ich werde jetzt hier, glaube ich, einfach mal gleich nebeln. Oder wie mache ich das jetzt am besten? Fahre ich zur Hosho und nebel die ein? Oh, da ist schon was. Da kommt gleich was. Nebelwerfer gestartet. Da ist auch der Torpedoflieger. Haben sie die jetzt versenkt? Ja, leider. Verdammt. Und ich wurde hier entdeckt. Das ist natürlich... Ja, komm, dreh! 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 Dreh dich! Ganz ehrlich, wer versucht denn bitte mit so Torpedofliegern, Torpedobombern, Zerstörer zu versenken? Da ist eine Danae, dann schieße ich mal auf die... Oh Gott! Wow! Los! Los! Oh, das gibt's nicht! Nein! Triff's mich nicht! Jawohl! Jawohl! Da ist die Iron Duke. Wir haben B. Also ist erstmal... Das hat hier erstmal Top-Priorität. Die Iron Duke kann da von mir aus da hinten weiter vor sich rumgammeln. Wichtig wäre jetzt erstmal ein bisschen der Omaha zu... Das hat nicht funktioniert. Das ist jetzt... Ich hau jetzt hier einfach da mal die Torpedos rein, in der Hoffnung, sie kommt mir gleich entgegen. Aua. Das war auch mehr ein Glückstreffer als alles andere. Die fährt da leider nicht rum. Gut. Wir haben noch 4. Ich habe nur die Befürchtung, die fährt da hinten rum und sucht den anderen Flugzeugträger oder versucht sich dann da A zu schnappen. Was macht denn die Orion da hinten? Die ist ja wohl ein bisschen fehlplatziert an der Stelle. Wir haben erst 430, ja, weil das so ausgeglichen ist. Ja, das ist natürlich ja nicht so praktisch. Wyoming brennt da fröhlich vor sich hin. Wie wär's denn mal, wenn wir uns jetzt auch C holen? Oder ist das zu gierig? Vielleicht ist es auch zu gierig. 4 gegen 4. Das sieht noch... Ja, die haben noch einen Kreuzer. Dafür haben wir 2 Schlachtschiffe. Also muss ich ein bisschen so auf die Schlachtschiffe aufpassen. Jetzt ist natürlich da hinten... Jawohl, der Zerstörer ist weg. Ich hoffe mal, die Orion kriegt jetzt nicht auf die Nase. Gegen die Torpedobomber kann ich da jetzt nicht allzu viel machen. Ich drehe dann mal. Ja, das wird jetzt ein bisschen blöd für die Wyoming. Oh, nein! Einer, oh Gott, aber wenn sie nochmal getroffen wird, da ist die Omaha. Ja, wie ich dachte, die fährt jetzt natürlich nach A. Gut, dann fahre ich nach C. Weil alleine kann ich da nicht allzu viel machen und... Ja, wir haben da oben noch die Längle, aber trotzdem kann da auch nicht allzu viel machen. Ich drehe... Oh Gott, ich glaube, ich drehe jetzt in die falsche Richtung. Drehe ich in die falsche Richtung? Wir werden es rausfinden. Ich drehe in die falsche Richtung. Man soll immer eindrehen, immer zu den Torpedos hin. Warum habe ich denn da jetzt weggedreht? Was... Wieso? Warum habe ich das getan? Die haben nur noch einen Kreuzer und einen Flugzeugträger. Also das werden wir doch wohl jetzt hinkriegen.
Solange unser Flugzeugträger da hinten nicht noch drauf geht. Gut. Das Ende hat keiner gesehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Und mit der Königsberg haben wir gewonnen. Gut. Dann würde ich sagen, wir können uns hier schon mal... Genau. Den neuen Rumpf holen. Tada. Kostet ja nur 600.000. Okay. Gut. Wie ich schon sagte, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar von euch und natürlich über ein Abo. Es dauert jetzt erstmal wieder ein bisschen, bis das nächste Video kommt, weil ich bin wieder in der Klinik und so. Aber es kommt auf jeden Fall wieder Neues. Das war's von mir und bis bald.